So, die Frau möchte eine neue Garderobe. Die Frau bekommt eine neue Garderobe. Und die bauen wir jetzt. Also, heute geht's mal nicht um Autos, nicht um Motorräder und auch nicht um Stand-Up-Pedals. Wir brauchen von hier drin erstmal keine Sonnenbrille, denn so schönes Wetter ist es nicht. Mir ist also anscheinend wieder ziemlich langweilig, dass ich jetzt wieder in der Garage stehe und mir hier irgendwas baue. So, was bauen wir genau? Wir schauen uns das Ganze mal an. Meine Herzensdame hat sich nämlich so eine wunderschöne Do-it-yourself oder mach-es-dir-selbst Garderobe ausgeschaut. Dazu gibt es nämlich online, ich glaube bei Obi, im Create-Bereich, wirklich so eine komplette Anleitung, wo ihr alle Materialien habt, wo ihr die ganzen Maße habt. Maße können natürlich variieren, das heißt, man kann sich da irgendwie die Garderobe auch größer bauen, die Stange länger. Sollte halt immer so ein bisschen darauf achten, ob die ganzen Sachen dann halten. Das heißt, desto länger die Stange, desto mehr kann sie durchhängen bei schweren Jacken. Also es ist echt ganz cool gemacht. Problem ist dabei, man muss zu Obi, nein, muss man nicht. Ist bei Obi natürlich einfach, weil man hier jetzt die ganzen Artikelnummern schon hat und da dann auch die ganzen Maße hat und weiß ungefähr, wo man hin muss. Man kann aber auch genauso zu anderen Bauhäusern fahren. Gut, wir sind jetzt zu Obi gefahren und haben die ganzen Sachen dort gekauft. Das Schöne ist ja, es gibt dazu auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Materialliste. Und das Material haben wir hier jetzt schon vorbereitet. Das heißt, wir waren heute im Baumarkt und haben uns hier so ein paar Bretter zugeschnitten. Das ist in der Anleitung auch ganz gut beschrieben, was ihr an Material benötigt. In dem Fall haben wir jetzt hier ein Brett 1,70 m x 40 tief, 18 mm Stärke. In der Höhe wird es, ich habe keine Ahnung, muss ich in meine Anleitung schauen. Das heißt, das Material haben wir auch so im Baumarkt schon zugeschnitten. Ja, hätte ich das gewusst, dass das so kompliziert ist, hätte ich von Markus nämlich die Säge genommen. Denn die wollen tatsächlich im Baumarkt 1 Euro pro Schnitt haben. War ich ja schlau, habe ich drei Bretter genommen, sage ich, leg sie übereinander. Einmal alle auf 1,70 ist ein Schnitt 1 Euro. Ja, ziemlich frech auf jeden Fall. So, was haben wir noch an Materialien? Wir haben jetzt hier noch 2 Meter, ist das 2 Meter oder 2,50 Meter? Kupferrohr, 22 mm Durchmesser, 1 mm stark, Länge 2,50 Meter. Die schneiden wir uns halt dementsprechend auf die Wunschlänge. Das gucken wir uns gleich nochmal an. 40 mm Rohr, das wird dann die Füße darstellen. Das heißt, das werden wir dementsprechend auf eine gewisse Wunschlänge sägen. Was benötigen wir noch? Zu den Materialien, die wir jetzt gerade schon gesehen haben, brauchen wir darüber hinaus einmal so einen Kupfer, ja, 90 Grad Winkel. Eigentlich braucht man zwei davon. Wir haben jetzt einfach nur einen genommen und ein T-Stück. Einfach aus dem Grunde, da man hier dann auf der einen Seite nochmal ein kurzes Stück Stange dran machen kann für eine Handtasche, für noch ein, zwei mehr Jacken. Das Ganze abgeschlossen mit so einer Kappe hier, dass das einmal alles schön sauber ist. So, dann brauchen wir 4x12er Schrauben haben wir uns geholt. Die sind für die Winkel, den ich einfach nochmal die Bretter so ein bisschen verstärken möchte. Da die Bretter ja nur 18 mm Stärke haben, habe ich gedacht, komm, nimmst du 12er Schrauben, das passt. 4x50er Schrauben, um die Bretter zu verbinden, so steht es zumindest in der Anleitung. 3,5x12 mm. Da wir ja Scharniere haben möchten, um die Klappen vorne aufzumachen, damit das halt nicht ganz so offen ist. Scharniere sind eigentlich ganz geil, weil ihr da wirklich einfach nur ganz flach das Ding auf die Bretter montieren könnt. Ihr müsst also keine Topfbogen machen. Geil. Was brauchen wir noch? Ich habe noch so Filzfüße geholt, damit das nicht so über den Boden schleift. Man braucht einen Akkuschrauber. Man braucht noch einen... Forstlabore in 22 mm habe ich hier natürlich auch. Ansonsten benötige ich noch zwei polnischen Zwecks, um einfach ein bisschen klar zu kommen. Hier haben wir noch so ein paar Noppen, die dann das Aufschlagen einfach so ein bisschen dämpfen sollen. Da wir das alles so ein bisschen kreativer gestalten möchten und nicht so nur nach 15 aussehen lassen, wollen wir die Bretter einfach mal ein bisschen anflammen. Und vielleicht noch mit ein bisschen Farbe, ich habe ja noch ein paar coole Farben, ein bisschen lackieren, damit das einfach so ein bisschen individuell aussieht und auch bei uns reinpasst. Und das machen wir jetzt erstmal, bevor es regnet.
Dauert auf jeden Fall ziemlich lange. Don't touch the hole, cause it hot could be could be hot. Man braucht auf jeden Fall sehr, sehr viel Geduld. Ihr habt mir was zu essen mitgebracht. Essen ist da. Guck mal. Ja. Mir ist das egal. Erstmal Essen ist auch wichtig, wenn man viel arbeitet. Weil er schreibt seit, ich glaube, 4 Wochen, er müsste mal was vom Burger King haben. Und jetzt riecht er. Die riechen noch nach Apfel. Ja. Njam, 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 njam. Ich glaube, so ein Chili-Cheese-Burger, der brennt immer 2 Mal. So, also dieses Muster ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ich habe es jetzt hier sowohl außen als auch innen gemacht, weil ich das irgendwie beidseitig dann doch ein bisschen geiler fand, dass das so eine Linie ist. Was ich jetzt noch machen möchte, um das so ein bisschen individueller zu machen, ist hier den Rand einsprühen mit einer Farbe, die wir uns jetzt mal angucken. Ich könnte jetzt hier Neon nehmen, ich werde so eine Art Babyblau ein bisschen ins Petrol gehen. Die Farbe ändert sich hier eh nochmal so ein bisschen auf dem Holz. Der ist gut, aber der ist ein bisschen schmutzig. Ja, das sieht gut aus. Ich mag es einfach gerne ein bisschen individueller. Deswegen werden wir jetzt den Rand von den Holzbrettern einfach mal ein bisschen lackieren, damit das einfach ein bisschen fresher aussieht und nicht so langweilig flambiert. Und wichtig, gut schütteln. Einfach trocknen lassen. Ich meine, das ist ja Holz, da trocknet ja sehr schnell. Wir müssen gleich eh noch mal ein bisschen was zuschneiden. Von daher ist das überhaupt kein Problem. Laut Anleitung gibt er dir eigentlich ziemlich gut wieder, wie du die Bohrlöcher machen musst. Das heißt, ich habe jetzt hier überall die Abstände gemessen, überall Zeichnungen gemacht und bohre das Ganze jetzt mit einem 4 mm Holzbohrer vor. Einfach hier so Holzlatten drunter gelegt, damit ich da nicht in meinen schönen Teppich bohre. 4er Bohrer, los geht's. So, what's next? 2-mal machen. Okay, dann nochmal. So, als nächstes müssen wir jetzt hier auf diesem Brett die 22 mm Löcher für diese Kupferstangen hier bohren. Am besten darauf achten, dass ihr wirklich nur mit leichtem Druck rangeht, also nicht so fest, sonst bricht das Holz hier. Das muss wirklich peu à peu abgetragen werden. So sollte es auf jeden Fall bei dem zweiten Brett aussehen, weil die Stange ja nicht ganz durchgeht. Loch ist drin. So, auf der unteren Platte, also untere Platte ist die hier nur halb durchgebohrt ist. Da kommen jetzt dementsprechend, ich glaube, 50 mal 50 kommt da jetzt nochmal 4 mm Loch rein für die Füße. Dann können wir uns jetzt auch schon an die Rohre machen. Das heißt, die Rohre müssen jetzt noch geschnitten werden, die Füße müssen geschnitten werden. Habe ich einen Fuchsschwanz hier? Ich habe einen Fuchsschwanz hier. Weiter geht's mit den Rohren. Die Rohre kann ich nicht schneiden, weil meine Metallsäge zu Hause ist. Das heißt, das mache ich später. Jetzt habe ich hier einen Meter. Das heißt, ich könnte maximal auf 250 gehen, je nachdem, wie hoch man das Ganze haben möchte. 10, auch nicht so geil. Ich glaube, ich finde 15 ganz gut. Nee, können wir machen 10. Auch wieder allerbeste Qualität hier. Ist das gerade? Naja, egal. Meine Oma sagt immer, so genau scheiß kein Hund, von daher. So, 4 Füße, einigermaßen gleich hoch, das passt.
machen wir das natürlich einfach und binde die Stangen zusammen. Muss ich nämlich nur einmal sägen und habe dann nämlich direkt schon das Maß für die geraden Stangen. Dein Ernst? Eine Stange muss ich noch kürzen, weil ich noch an einem Ende ein T-Stück verbauen möchte, dass man da quasi auch noch einen kleinen Kleiderhaken hat. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist diese scharfe Kante hier so ein bisschen abzuschleifen, damit man sich hier beim Montieren irgendwie auch nicht die Finger zerschneidet. Das macht ihr eigentlich ganz gut mit so einer flach- und halbrunden Pfeile. Einfach mal rübergehen, innen halt den Rand so ein bisschen ausfeilen und dann ist das eigentlich schon ziemlich sicher. Und die Rundpfeile brauchen wir auch direkt nochmal weiter für die Türen. Wir haben uns ja für einen Schrank mit Klapptüren entschieden. Jetzt habe ich es, glaube ich, bei der künstlerischen Freiheit ein bisschen zu gut gemeint und irgendwie, ich weiß nicht, dieses Muster gefällt mir irgendwie nicht so. Daher werden wir diese Seite nach außen nehmen, die trotzdem noch diesen Rand hier hat, aber das kommt nach außen. Jetzt haben wir hier die Löcher, die jetzt natürlich noch sehr scharfkantig sind. Das heißt, da kann man mit der Feile auf jeden Fall das Ganze auch noch mal ein bisschen runder machen. Und dann nehme ich noch mal 120er Schleifpapier, reiße mir eine Ecke ab und feile das auch so ein bisschen aus, damit man da sich keinen Splitter fängt, wenn man die Tür aufmacht. Oh no, 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 no. Ach, fuck. Das jetzt nicht passiert. Mir ist eine Stange runtergerollt. Ja, dann kann man in einem Blumenkasten hier abhängen, dann komme ich darüber. Bricht dir nichts. Mit den Schlappen? Das sind Sicherheitsschuhe. Okay. Benötigen. Die Handschuhe auf der anderen Seite. Ich hab's. Das Rohr nehmen. Ja. Trau diesem Holz hier nicht. Dass ich Sicherheitsadiletten anhabe. Ja, kann weitergehen. So, Material haben wir fertig. Wir haben jetzt hier einmal das untere Brett mit den halbgebohrten Löchern. Hier haben wir das obere Brett, die Rückwand, die Stangen, die Seitenwände und die Klappen. Für die Restmontage brauchen wir auf jeden Fall noch hier die Scharniere. Die Füße, die habe ich hier jetzt nochmal so ein bisschen abgeschliffen, damit das alles ein bisschen sauberer ist. Also ich verstehe auch gar nicht, wie in der Anleitung steht 2,5 Stunden. Also allein für das Flambieren habe ich jetzt schon 1 Stunde gebraucht. Und wenn man dann auch so ein Perfektionist ist wie ich, dann dauert es natürlich länger. Und lackieren und schleifen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Winkelstück. Normalerweise nimmt man da 2 Stück. Ich habe mich jetzt hier für ein T-Stück entschieden, damit nämlich hier noch das Rohr für einen weiteren Kleiderhaken dran kommt und hier dann diese Kappe, die dran kommt. Winkel, um das Ganze nochmal so ein bisschen stabiler zu machen, wobei ich denke, dass das eigentlich auch hält. Die Filzleiter für die Füße. Hier, so, so, zack. Und dann natürlich, damit die, wie heißen die? Damit die Schrankklappen nicht so knallen, haben wir hier noch so ein paar Noppen. Da wir jetzt hier diese, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, gehen wir ganz nah dran, hier diese Kante ist, ja, weil der Kollege im Baumarkt falsch gesägt hat, nehmen wir jetzt hier einfach so einen Noppen, der ähnlich hoch ist, die wir dann einfach versetzt hier draufkleben, sodass wir einfach diese Höhe hier über die gesamte Fläche überbrücken. Ich mache jetzt einfach zwischen die beiden Löcher und das gleiche hier vorne auch nochmal mit so einem Noppen. Das gleiche auf der anderen Seite. Hier sind 2 Löcher und hier ist ein Loch. Mache ich einen hier hin, zack, und einen hier hin, zack, fertig. Bevor man die Füße montiert, würde ich die Schrankklappen montieren. Es geht ganz gut, weil wir noch das Brett von oben hier drunter liegen haben. Das heißt, wir haben da eine ebene Fläche, wo wir jetzt die Tür aufsetzen können. Schauen wir mal hier von der Seite, dass das hier nämlich auch wirklich bündig ist, damit wir auch wissen, wo wir dann markieren müssen. So.
einfach nur markieren, falls es verrutschen sollte. Hier mit den kurzen Schrauben, ne, immer darauf achten, dass die Schrauben nicht länger sind als das Brett. Ich habe jetzt hier extra Flachkopfschrauben genommen, weil Senkkopfschrauben wie die anderen Spacks wären doof. Jetzt sehe ich gerade, aber ich brauche einen Torque. Natürlich. Torque ist dabei. Also. Rechts und links auch nochmal eine reinschallern. Das gleiche machen wir jetzt noch genau viermal, dann die Klappen vor und dann kann man eigentlich schon Füße rein, Deckel drauf, Stangen rein, fertig. Sieht hier ganz gut aus und legen das hier einfach plan dran, weil das Scharnier so hoch fährt, also wirklich so einen Bogen macht. Und montieren die jetzt einfach so nochmal fest. Das ist gut. Hier haben wir auch schon mal Löcher vorgebohrt. Und jetzt kommen da die Fußgleiter drunter. Zack. Zack, Füße dran. So sieht die ganze Kiste aktuell aus. Winkelstück ist drauf. Jetzt kommt die Stange hier drauf. Sollte das hier passen. Und damit du hier noch keine scharfen Kanten hast, ne? Kommt hier das Endstück drauf. Zack. Vor, rein. Fertig ist unsere Garderobe. Die Garderobe steht und sieht richtig cool aus. Hier haben wir jetzt noch Fächer, wo man auch noch auf jeden Fall ein bisschen Stauraum hat. Jetzt sind die Stangen recht cool. Füße reichen aus. Wir machen aber trotzdem noch einen hier in der Mitte, dass er ein bisschen stabiler ist. Aber er fügt sich sehr cool ins Bild. Ja, die Kommode steht. 2,5 Stunden Montage wie eine Anleitung. Ja, nicht ganz. Also wenn man wirklich, man kann es in 2,5 Stunden schaffen, durchaus. Aber so ganz unbehandelt, ohne dieses Flambieren, ohne das Lackieren, sieht das halt eben einfach nur auch wie langweiliges Holz. Und ich finde die Optik jetzt auf jeden Fall um einiges besser. Also, so Obi-Objekte kann ich auf jeden Fall empfehlen. Obi-Projekte heißt es. Man sieht ja immer bei Pinterest immer ganz verschiedene coole Sachen zum Nachbauen und Obi hat es eigentlich ziemlich geil gemacht mit dieser Vorlage, dass man da wirklich das ganze Material einkaufen kann. War auf jeden Fall ein cooles Projekt. Hat Spaß gemacht, die Frau ist glücklich und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.